Ah ja, 75% schnellere Bewegung beim Zielen. Okay. Ist eigentlich ein gutes Attribut. Nicht unbedingt schlecht zumindest. So, aber wir müssen erstmal die anderen noch untersuchen. Da haben wir nämlich auch noch Netzrelaisspule. Haben wir noch ein paar interessante Sachen bestimmt. Hier ist noch schimmeliges. Oh, Nuka-Cola-Quantum, Nuka-Cola-Quantum. Cool. So, was ist denn hier? Leere Milchflasche. Mann, die sind mal leer. Ich will eine schöne frische, also, na gut, frisch wird es eh nicht mehr sein. Aber eine schöne Milch wäre doch mal was. Was? Schädelfragment? Nehme ich. Handschellen? Nehme ich. Nehme ich alles mit hier. Ist doch klar. Gummibumbungs nehme ich auch mit. Lecker, lecker. Hier scheint mir nichts mehr zu sein. Was mit dem? Den haben wir schon alles abgenommen. Da sind wir nicht durchgegangen. So, so. Hier haben wir einen Aufzug. Okay. Den müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht zwingend benutzen. Was hier aussieht, gehen wir wahrscheinlich da hoch gleich. Vielleicht. Wer weiß. Hier ist auch relativ wenig. Gut, diese zwei Stimpacks, die wir da jetzt gerade mitgenommen haben, sind sicherlich nicht unnütz. Aber naja, naja. Ein Whisky, natürlich. Der gute alte Whisky im Rednerpult. Ohne den geht gar nichts. Wissen wir ja. Würden wir ja selber nicht anders machen. So. Okay, dann gehen wir halt doch erstmal, ups, so, hier oben entlang. So. Dreieckig gefaltete US-Flagge. Ach komm, nimm mir einfach mal mit. Why not? Why not? Ach, natürlich, hier ist alles dicht. Mist. Ich hatte gehofft, dass wir da jetzt schon in Ruhe alles erkunden können. Anscheinend nicht. Da, technisches Dokument, nehme ich. Die können wir wahrscheinlich erst jetzt finden, deswegen hatten wir auch keine dabei. Ist jetzt so meine Vermutung. Ach, hier wäre ein Einsteigerschloss gewesen. Toll. Hätte ich auch knacken können, dann wären wir direkt hier auf diese Seite gekommen. Den ganzen Supermutanten hätten wir theoretisch auch vorbeilaufen können. Naja. Egal. Ich habe es jetzt eigentlich auch nur geknackt. Damit wir es geknackt haben für die EP. Da Fuck. Achso, nochmal ein Schlösschen. Ja, gut. Zack, ja. Offen. Easy going. So, oh, ja, schön, schön. So will ich das sehen. Noch einen Juke dazu. Sehr hübsch. Hier haben wir noch ein Safe mit Meisterschlösschen. Da haben wir das Schloss. Na komm. So. Nein. Ah, ist zu lang gedrückt. Nochmal. Sind wir da oben? Ja, da haben wir es. So, vielen Dank. Und wahrscheinlich ist hier auch nur Safe-Steuerung im Endeffekt drin. Ach nee. Hä? Neue Lieferung T51B Power-Rüstung. Aha. Ich versuche hier nur so zu überfliegen, um zu gucken, ob man irgendwas Interessantes hat. 5 mm Miniguns. Aha. So, dann gucken wir uns mal Dezember an. Das Geschoss des M42 nicht weit genug fliegt. Ah ja. Was ist hier jetzt? Haben wir die Feuervorrichtung des M42 Werfers endlich perfektioniert. Washington hat mich gedrängt, dieses Projekt zum Abschluss zu bringen. Doch für so eine wirkungsvolle Waffe wollte ich mir ausreichend Zeit nehmen. In Mississippi geschickt. Ah. Ah ja. Aha, interessant. Interessant, interessant. Schlüssel zu Fort Strong nehmen wir natürlich auch gerne mit. Okay. Anscheinend gibt es hier noch etwas mehr. Theoretisch. Zumindest. Okay, hier kommen wir aber nicht durch. Hier können wir nochmal... Oh, geil, 16 Kaliber 50 Schüsse. Nice. Kaliber 50 ist ziemlich gut eigentlich. Wir schon in etwaigen Fights gesehen haben. Und die hatten hier eine Atomrakete. Das ist natürlich auch...
interessant auf jeden Fall. Wäre nicht schlecht, wenn wir das Ganze für uns gewinnen könnten. Würde allein der Besitz würde ja schon mal ein bisschen Eindruck hinterlassen. Dogmeat hat wieder was gefunden. Was hast du gefunden? Ja, was denn? Hier ist nichts. Wilde Karottenblume. Toll. Das war's. Sei denn, hier ist irgendwas. Nö, das sind nur Betonziegel. Hm, komisch. Naja. Noch ein bisschen was an Muni. Die Kanonen würde ich so gerne abfeuern. Wie schon gesagt. Aber leider scheint mir das nicht zu gehen. Dann sehe ich keine Möglichkeit hier. So, so, so. Haben wir denn sonst noch irgendwas Interessantes hier? Müssen wir noch rein? Anscheinend haben wir noch irgendwas übersehen. Oder what? Wir haben anscheinend noch was übersehen, richtig? Ja, da haben wir noch was übersehen. Also irgendwas ist hier noch, was wir nicht, einfach noch nicht gesehen haben. Ne, wie gesagt. Aber wo? Wo ist denn hier irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben? War hier noch eine Tür? Nee, ne? Nö. Eher nicht so. Kommen wir hier noch? Nee, das ist nur der eine Weg, wo wir eh schon waren. Hier war doch noch eine Tür, ne? Stimmt, der Aufzug, den habe ich ganz vergessen. Ah ja, da kommen wir wahrscheinlich nach unten. Okay, hier wird es nicht angesagt. Na gut. Es geht auf jeden Fall nach unten. So hoch ist das Gebäude nicht. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier so Schönes finden. Hm. Großer Haufen nichts. Zwei technische Dokumente haben wir schon mal. Finde ich erbaulich. So, hier noch was. Ne. Ah, ich mach's gleich wieder spannend, dein tolles Leben. Keine Sorge. Haben wir jetzt nichts mehr drin. Wir gehen jetzt hier Raum für Raum vor, würde ich vorschlagen. Dann entdeckt man das meiste. Boah, schmutziges Wasser aus der Toilette, das nehme ich sofort mit. Super lecker. Und Aufbeit. Geil. Haben wir rechts ach, Purified Water. Ach, guck mal, wie nett. Haben sie sogar extra hingeschrieben, dass das sauberes Wasser ist in der Toilette. irgendwie, das ist eine gewisse Ironie. Naja, ein Generator. Da werden wir bestimmt gleich wieder ein Fusionskernchen finden können. Na, sehe ich schon einen Gegner? Bisher leider nicht. Ach nee, schon wieder so ein... Diese hässlichen Köter immer. Was? Warum rate ich hier? Warum rate ich hier? Ich will nicht radeln. Zumindest nicht aktuell. Nicht das... Daran, dass wir zu weit nach da gehen, oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Ach, jetzt kommt das Drecksvieh wieder angelaufen hier. Müssen aufpassen, die haben hier teilweise Raketenwerfer und so. Nicht besonders gut für uns. So, haben wir wieder ein bisschen was aufgeräumt hier. Aufgeräumt. Was ist denn hier los, Alter? Voll am Radeln. Schnauze. Ich hab keine Angst. Ich mach dich platt. Das wirst sehen.
Schnauze. So. Mit Paladin Dancer können wir schon wieder sprechen gehen. Ach, der Dance ist mit dabei gerade. Interessant, warum hat er uns denn nicht gleich geholfen? Sondern uns erstmal schön alleine machen lassen. Hm. Nicht gerade nett. Aber nun gut. So, hier haben wir anscheinend überall noch ein paar leckere Drogen. Team Bravo Test Terminal. Ah, M42. Das sind die mit diesen ein tragbarer Werfer für Mini-Atomraketen. Das ist überhaupt keine lächerliche Idee, sondern das ist super genial. Und wahrscheinlich haben die auch ein Exemplar irgendwo hier unten. Aha. So. Nee, hier scheint nichts darüber zu stehen. Schade, schade. Warum habe ich jetzt den Malpinsel mitgenommen? Ich weiß es nicht. Da, technische Dokumente. Sammle ich für den guten Kollegen oben. Bunsenbrenner. Brenner von den Bunsen. So. Warte, was war das? Ach so. Hier gibt's nichts drin. Dann brauchen wir da auch keinen Eingang für suchen. Nukes, Nukes, Nukes. Wow, Einzelteile von einem Nuke. Wieso können wir die nicht mitnehmen? Dann bauen wir uns die selber zusammen. Kann ich auch mitleben. Ich muss noch mit dem Paladin quaken. Der ist da oben. Oder hier drin halt. Irgendwo. So, mit denen müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen. Also hier dieser Generator scheint ziemlich kitzlig zu sein. Ne, im Sinne von, der ist radioaktiv. Der ganze Spaß. Haben wir nochmal einen Medics. Hier, Metallkiste. Ja, leider nicht. Nichts Wertvolles. Hm, schade. So, hier nochmal was. Noch ein Bunsenbrenner. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Das soll uns mal keiner übel nehmen. Okay, hier haben wir auch nichts. Ist ja wirklich kein Fusionskern. Ich hatte so gehofft, einen hier zu finden. Na gut, dann müssen wir wohl einfach ein bisschen weiter noch nach unten. Eine Waffe ist ready für den Notfall. Hier müssten, das müssten eigentlich kistenweise, die müssten alle mit Mini-Atombomben ausgerüstet sein. Oder halt die Teile davon, ne, die muss man quasi nur noch zusammenschrauben. Hoffe ich zumindestens. Denn das wäre ja ein schöner Nuke-Vorrat für uns. Und vielleicht teilt den jemand auch für uns, mit uns, wie auch immer. Wäre ja nett. Hier ist ja echt gar nichts mehr sonst, ne? Nee. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Ne, ich sehe sonst nichts mehr. Dann können wir weiter. Schüpp-di-du. So, hier hatten wir alles, ne? Ja, Tischventilator. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Dann quatschen wir mal oben mit Paladin Dance schnell hier an der... Warte mal. Achso, das ist ein Schraubenzieher. Ich dachte gerade, das wäre nochmal ein Jet. Hätte ich jetzt nochmal mitgenommen eben. Aber so, na gut. Okay, raus aus der Strahlung. Reicht ja auch für heute. Mit dem Paladin können wir quatschen, er ist hier direkt. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Ah, sorry. Warum hast du Supermutanten so sehr? Sie sind verantwortlich für den Tod eines engen Freundes, eines Bruderschaftsritters namens Cutler. Wenn du also fragst, ob ich sie hasse, dann sage ich, Hass ist noch viel zu milde ausgedrückt. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Wie sollten die Sins für unseren Untergang verantwortlich sein? Wenn es irgendwann mehr Sins als Menschen gäbe,
Wie lange würde es wohl dauern, bis Sie beschließen, dass wir nicht mehr gebraucht werden? Sie haben ganz offensichtlich die Fähigkeit, neue Synths herzustellen. Also sind wir entbehrlich. Und mit der Technologie des Instituts auf Ihrer Seite könnte Sie nichts aufhalten. Nicht einmal die Bruderschaft. Das ist ein Albtraum, den man sich besser gar nicht vorstellen sollte. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren, um mit Maxon sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Alles klar. Gehen wir zu Maxon. Dogmeat. So ist es fein. Puff. Oh, schon wieder verschwunden. Und Dogmeat wieder da. Ah, schade. Ich kann die Glühbirne mitnehmen. Nein, können wir nicht. Schade. Ding, ding. So, dann gehen wir mal eben raus. Wo ist Dogmeat? Der müsste jetzt eigentlich direkt wieder auftauchen hier. Sobald wir draußen sind quasi. Da ist er, ja. Da. Ich habe ihn zuerst gehört. Okay, dann können wir ja schon wieder abtanzen. Da können wir eigentlich auch mal eben schnell reisen. Können uns ja jetzt hier den großen Weg sparen. Wie weit wir auch schon wieder sind. Wir haben schon wieder Level 30 ein ganzes Stück drüber, ne? Gar nicht mal schlecht. Okay, okay. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen da oben rein. Lancer Captain Herz ist einer der besten. Ja, ja. Okay. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Warte, warte. Nachwehen. Was passiert jetzt in Fort Strong? Paladin Dance sorgt für den Transport der Fatman-Sprengköpfe auf die Pridwin. Sie werden sich in Zukunft noch als sehr nützlich erweisen. Ich habe außerdem einen Trupp dorthin befohlen, der das Fort sichern soll. Es dient uns dann als Aufmarschgebiet und schützt zugleich die Ostseite des Flughafens. Alles in allem haben sie uns einen ziemlich nützlichen Stützpunkt beschafft. Es war eine Ehre, für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen, denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Das Woher bekomme ich weitere Signalgranaten? Sie sollten sparsam mit Ihrem Vorrat umgehen. Diese Dinge sind weitaus komplexer als normale Rauchgranaten. Wenn Sie zusätzliche Granaten benötigen, wenden Sie sich an Proktor Teagan. Die beste Waffe fürs Überleben hier draußen ist ein Haufen Kronkorken. Signalgranaten sind normalerweise Paladinen vorbehalten. Sie sollten dankbar sein, dass ich in Ihrem Fall eine Ausnahme mache. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen, aber sie konnten nichts finden. Wo fange ich an? Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ich würde an Ihrer Stelle der Spur zu Dr. Amari nachgehen. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur irre ist oder ob sie uns tatsächlich bei der Suche helfen kann. Aber unseren Quellen zufolge verfügt sie über einige interessante Technologien. Sonst noch etwas, Ritter?
Was ist mit diesen Energiewerten, die Paladin Dances Erkundungsteam entdeckt hat? Unsere Gelehrten sind sich aufgrund der hohen Frequenz sicher, dass es sich dabei um Technologie des Instituts handelt. Aber der Ausgangspunkt ist unbekannt. Wir fangen sie noch von Zeit zu Zeit auf. Aber wenn wir ein Team losschicken, verschwinden sie. Seien Sie äußerst vorsichtig. Ich wäre nicht verwundert, wenn diese Energiewerte von einer Waffe des Instituts kommen würden. Gibt es sonst noch etwas? Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.